Das wird sich ändern. Ist doch ein bisschen die analoge Welt. Für uns ist es auch das erste Mal. Von daher. So, jetzt ist es 13:30 Uhr. Ich würde sagen, an der Stelle starten wir. Herzlich willkommen an alle zurück, die schon da waren. An alle anderen herzlich willkommen nach der Mittagspause zu unserer virtuellen Konferenz und zu unserem Digital Sales Circle. Heute jetzt um 13:30 Uhr mit Uli Meier von Vitra. Eigentlich hatte Ben heute Vormittag auch schon so schön gesagt, wären wir jetzt in den Mitra Showrooms in Frankfurt. Dank Corona konnten wir so die Teilnehmerzahl aber jetzt vergrößern und auch allen anderen, die Interesse an dem Thema Unternehmenskultur schlägt Strategie haben, mit einladen. Eine Thematik, die irgendwie jetzt gerade alle umfassend ist und irgendwie auch jeden betrifft, ist ja so das Thema Homeoffice. Also egal ob bei dir, Uli, oder bei mir, wir sehen alle so ein bisschen in das Privatleben der anderen. Habe jetzt versucht, zum Beispiel einen neutralen Hintergrund zu wählen. Ich sitze privat auf einem Vitra-Stuhl. In unserem Office haben wir Vitra-Stühle. Nicht jeder da hat, denke ich, den Luxus, das genießen zu dürfen. Uli, du bist als einer der ersten bei Building Grader eigentlich schon mit dabei gewesen. Und 2015 hast du Paul und Leo quasi schon im Uni-Hinterstübel kennengelernt. Vor 5 Jahren war das. Jetzt sind wir im Februar in unser zweites Stockwerk an der Donnersberger Brücke gezogen. Auch da habt ihr uns tatkräftig unterstützt. Was hat dich damals an Building Radar so begeistert? Was würdest du sagen? Ja, Mann, alle einen schönen guten Tag hier vom Homeoffice aus, wo ich aber auch, ich sag mal, ohne Corona immer mal wieder ein Plätzchen finde für mich. Ja, Leo und Paul. Dann sind es 5 Jahre, ich habe noch rumspekuliert, waren es jetzt 6 oder 5, dann waren es 5 Jahre. Damals in der TU München haben sie mich da in der ersten Idee damit konfrontiert, was sie vorhaben. Neben dem Thema, muss man vorweg auch sagen, fand ich die beiden unheimlich sympathisch und interessant und nette Jungs, die einfach so nach dem Studium gleich so eine unternehmerische Haltung auch eingenommen haben. Und das hat mich schon immer beeindruckt, also auch von beiden. Und dann kam die Idee noch dazu und sagte, Mensch, das unterstützen wir auch. Und da, was können wir tun momentan, um euch in eurer Arbeit auch voranzubringen? Und ja, und so ist diese, ja, Partnerschaft, vielleicht auch Freundschaft entstanden. Und wir dürfen heute auch viel von beiden und den Mitarbeitern auch von Building Radar auch lernen, auch abgucken. Da komme ich aber nachher dazu. Ich habe im Archiv auch ein bisschen gestöbert und habe auch noch ein Foto von Paul gefunden, also zu früheren Zeiten. Da gehe ich Das aber wird nachher ihn drauf bestimmt freuen. ein. Und ich würde vielleicht vorschlagen, ich starte einfach und ich habe das eine oder andere, habe ich dann noch sicherlich, wenn Fragen auch da wären, zu dieser Freundschaft zwischen Building Radar und Vitra. Sollen wir so machen? Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Eine Frage noch, bevor ich dir quasi das Feld frei überlasse. Du kennst uns seit 5 Jahren, jetzt siehst du uns heute. Wo würdest du denn sagen, siehst du uns in 5 Jahren? Ja, jeden Unternehmer, den du fragst, der wird dir antworten, es ist vage, die nächsten 5 Jahre selber zu deuten zu können. Der Wandel ist extrem schnell. Wir haben das auch heute gesehen in den Präsentationen. Ich glaube, 5 Jahre in die Zukunft gucken ist weit, vielleicht 3 Jahre. Ich denke mal, dass Building Radar weiter wachsen wird. Für mich ist es der Google im Netz, der sich aber mit Projekten beschäftigt. Und ich glaube auch, so wie ich die Jungs kenne, und wenn ich sehe, wie sie ihren Vertrieb organisieren, wie sie dort agieren und immer mit neuen Ideen kommen, wird der Business Case, den Building Radar an Tag legt, noch viel differenzierter oder vielfältiger auch. Und sie werden das Thema Dienstleistung allumfassend auch anbieten. Da gehört also nicht nur das Projekte identifizieren irgendwo auf der Welt, sondern da wird noch vieles mehr dazu kommen, wie Sie Unternehmen unterstützen können, in ihrer Haltung, in ihrem Tun und auch mit KI. Da bin ich also ganz fest davon überzeugt. Cool, das freut uns natürlich zu hören. Ich würde vorschlagen, fang gerne an. Ich bin im Hintergrund mit dabei. Wenn Fragen sind, gerne per Chat-Funktion an mich richten. Wir bemühen uns, die zu sammeln.
am Ende vielleicht auch die ein oder andere Frage rauszugreifen und dann komme ich am Ende einfach wieder mit dazu. Viel Okay, Spaß. so machen wir das. Jo, dann lege ich los. Den Titel konnte jeder lange jetzt lesen. Es geht um Unternehmenskultur schlägt Strategie. Was kann denn das Thema Büro dazu beitragen, dass die Kultur plötzlich eine anderes Stellen, anderen Stellenwert in Unternehmen bekommt wie eine Strategie? Und es soll um Wettbewerbsvorteile gehen. All die Themen, die heute auch jedes Unternehmen auch bewegt. Beginnen möchte ich, wenn es jetzt überhaupt weitergeht. Jetzt geht es weiter. Die Übertragung ist ein bisschen langsam. Ich habe mal diesen Bericht aus dem Fokus-Magazin mal gelesen. Und wenn Sie sich auf das Rechte konzentrieren, in Zukunft wird das Thema Büroarbeitsplatz über das wirtschaftliche Schicksal ganzer Nationen entscheiden. So hat mich das dann doch interessiert. Und ich dachte, hoppala, das, was ich tun soll, mal über das Schicksal ganzer Nationen entscheiden. Bin ich mal gespannt. Ich habe diesen Bericht damals ausgerissen. Der liegt auch bei mir hier im Regal. Ein bisschen vergilbt in der Zeit, weil wenn Sie mal unten links schauen, das war sage und schreibe 1993 im Fokus, 27 Jahre alt. Und ich möchte mal darauf eingehen. Damals hätte ich es nicht unterschrieben. Heute unterschreibe ich es, dass das Thema Büro auf jeden Fall diesen Stellenwert in unserer Gesellschaft auch gefunden hat. 2007, wir wissen es noch viele, oder alle, die zuhören, mit dem ersten iPhone hat sich die Welt auch gedreht. Bedürfnisse der Information, der Kommunikation haben sich extremst verändert. Verhalten haben sich extremst verändert auch. Wenn Sie die Generationen anschauen, ob Babyboomer, X oder Y oder Z, unterschiedlichste Wertmaßstäbe wurden auch zum Teil neu interpretiert oder bekamen auch einen neuen Stellenwert in deren Ausprägung. Technologien wie VR und vieles mehr kam und hat auch andere Möglichkeiten der Präsentation, der Darstellung, auch des Erlebens auch gebracht, wenn Sie auch Gaming mal nehmen in dem Zusammenhang. Wenn Sie die Märkte sehen, viele sind in den letzten Jahren ja verschwunden oder auch extremst verkleinert. Nehmen Sie die Taxibranche, nehmen Sie Hotelbuchungen, Zimmerbuchungen. Nehmen Sie allein den Stellenmarkt in, was weiß ich, früher FAZ oder in der Süddeutschen, die extrem dick waren. Heute läuft dieser Markt total anders auch ab. Ich denke auch, Organisationen haben sich oder sind auf dem Weg der Veränderung. Wenn Sie den Quadranten links unten sehen, so das typische Organigramm, die Rolle des Mitarbeiters beschränkt sich hier auf Weisung und auf Kontrolle, ist eher der Umsetzer in der Situation. Und ich denke, wir sind alle gerade eben gefordert, die Unternehmen mehr in diese agile Welt sich rein zu begeben. Das heißt, der Mitarbeiter gewinnt immer mehr oder nimmt immer mehr die Rolle ein des Gestalters und es entstehen selbst organisierende Einheiten. Und diesen Weg gehen heute viele Unternehmen oder ich möchte auch sagen, sie müssen ihn gehen, um zukünftig auch wettbewerbsfähig zu sein. Dieses linke Organigramm zeigt, wie wir oft in unseren Beratungen Unternehmen antreffen, nämlich so dieses typische Organigramm mit Silos, die man vor vielen Jahren vielleicht schon aufgebaut hat, die heute noch bestehen. Und wenn wir aber dann nach der Beratung auch sehen, dieses rechte Bild, wo man sagt, es geht eigentlich heute eher um die schnelle Kommunikation und um Kollaboration, Projektarbeit, Agilität, so gilt es, dieses komplexe Netz der Kommunikation eigentlich heute einzubetten in einen Raum oder in Räume oder in Gebäuden. Und das ist so unsere Aufgabe. Arbeitswelten ändern sich ganz bestimmt in Bezug jetzt auf diese Punkte, die ich schon ansprach. Aber ich möchte Ihnen zeigen, verändern Sie sich denn wirklich? Welche Chancen hätten Sie denn,
wenn sie etwas in ihrem Unternehmen dahingehend verändern. Und es gibt hier ganz, ganz viel Geschriebenes. Da geht es um New Work, da geht es um Change, um vieles mehr. Ich denke aber, es ist Zeit, einfach die besseren, die klügeren Fragen auch zu stellen, nämlich warum soll ich eigentlich noch in den Ort der Arbeit investieren? Und wie werden wir eigentlich morgen arbeiten? Oder wie gerade vorher die Frage, wie sieht eigentlich unser Unternehmen? Wie möchte ich eigentlich in 5 Jahren auch aussehen? Das sind Fragen, die sich hoffentlich viele Unternehmen stellen, bevor sie sich irgendwelche Möbel oder Einrichtungen oder Gebäude irgendwo hinstellen. Nämlich hier diese Foresight-Panorama erstellen wir jährlich, entsteht durch viel Diskussion mit externen Architekten, Designern, Freunde des Hauses, aber auch Fahrten, Reisen in alle Kontinente der Welt, um zu gucken, was sind die Treiber, welche das Arbeiten und das Wohnen morgen denn verändern oder verändern könnten. Und alle diese Daten fließen bei uns dann quasi ins Unternehmen und werden entweder zu Dienstleistungen verarbeitet oder eben auch zu Produkten verarbeitet, die dann dieses neue Arbeiten, dieses neue Leben quasi auch bereichern oder unterstützen sollen. Aber ich möchte von Anfang beginnen. Ich kann nicht das ganze Panorama eingehen, darum habe ich nur einen kleinen Teil mal herausgenommen, um Ihnen mal einen Einblick zu geben in diese großen Bewegungen, die wir weltweit auch sehen. Zum einen ist es bestimmt die Campus-Community, die wir wahrnehmen. Das heißt, viele Unternehmen bauen ihren Headquarter aus, schaffen ein Ort der Identität, schaffen einen Ort der Heimat. Die Unternehmenskultur spielt hier eine große Rolle. Auch die Werte des Unternehmens spielen eine große Rolle, einfach um Orientierung zu geben und auch dem eigenen Unternehmen, Employer Branding, einen Wert nach außen zu geben, für Mitarbeiter, aber auch für Kunden, um die innere Haltung des Unternehmens auch transparent zu machen mit ihrer eigenen Architektur. Diese Bewegung kann man sogar bei Unternehmen feststellen, wie Facebook, die eigentlich den physischen Ort überflüssig machen wollen. Die bauen selber für sich quasi hier die Gebäude für Heimat und Identität. Google zum Beispiel hier mit einem Beispiel zeigt, dass die Eingangsbereiche nicht mehr nur für Mitarbeiter gedacht sind, sondern eigentlich alle oft öffentlich werden, um unterschiedlichste Menschen und Interessen auch in das Gebäude zu bekommen, den Austausch quasi zu fordern mit eigenen Mitarbeitern und mit externen oder auch sein Unternehmen quasi im Mittelpunkt zu stellen, um interessant zu sein für Talente von morgen, sprich den Austausch schon sehr, sehr früh zu beginnen. Und so sehen heute Eingangsbereiche zum Beispiel von Google, aber auch anderen Unternehmen aus. Was schafft noch Heimat? Auch hier ein Beispiel von Airbnb. Kennen bestimmt schon viele, wo man also weltweit Wohnungen quasi für zum Übernachten anmieten kann. Heute bereits schon mehr Buchungen und wie jede andere Hotelkette. Aber sie haben noch nie ein eigenes Hotel gebaut, Airbnb. Und hier schafft man Heimat einfach über das meist gebuchte Wohnung der Welt und nimmt dieses Wohnzimmer von dort 1:1 und setzt sich Airbnb hier in sein Headquarter in San Francisco. Auch so kann ich Heimat und Identität für die Mitarbeiter schaffen. Ja, und hier das Bild, welches ich gefunden habe hier, das Foto, man könnte doch meinen, rechts vorne Larry Page hier, der Google Mitgründer im Hintergrund, Sergey Brin. Aber rechts vorne, Larry Page hat auch ein bisschen eine Ähnlichkeit, so wie Paul im frühen Jahr, dachte ich, so ohne Bart, 3-Tages-Bart, ein bisschen Haare geschnitten, geht so in Richtung Paul doch. Aber was wir hier lernen dürfen, Garage Spirit ist was viele Unternehmen gerade bewegt, nämlich zurück wieder in die Innovationskultur.
diese Startup-Kultur, die sie früher hatten auch. Google wurde in der Garage gegründet, SAP wurde in der Garage gegründet. Dr. Chira hat uns mal besucht, Mitgründer von der SAP in Waldorf. Und er sprach auch wirklich davon, kein Geld zu haben, in der Garage gesessen zu haben mit seinen Kollegen und haben hier die ersten Softwareentwicklungen quasi betrieben. Spannend, und so durfte ich auch Paul und Leo begleiten in der Phase. Und heute dürfen wir eigentlich auch sehr viel von ihnen lernen, nämlich auch dieses interdisziplinäre Arbeiten, dieses agile Arbeiten, das neue Office von Building Radar in Arnulf Park. Da haben wir nicht mehr groß Planungen für Building Radar gemacht, sondern eigentlich war es eine Handvoll Möbel zur Verfügung gestellt und Building Radar baut sich das, was sie brauchen. Das ist eigentlich so die Uridee gewesen und das praktizieren wir im Arnulf Park mit Building Radar. Also diese Innovationskultur, um die geht es. Und viele Unternehmen basteln sich da heute schon eine Garage, haben Methodiken, wie zum Beispiel auch auf der nächsten Folie hier mit MAN, die Zukunftswerkstatt, Methodiken nutzen diese Räume, um Innovationskultur zu treiben, um Innovation quasi in Produkt oder in Konzept zu entwickeln oder auch ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln für ein Unternehmen. Was heute wie gestern und wie morgen ganz, ganz wichtig sein wird, wird immer noch der Mensch sein, egal wo die KI nachher sich hinentwickelt. Aber der Mensch macht immer noch den Unterschied. Und in der Wissensgesellschaft, wo wir uns befinden, spielt der Mensch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es ist wichtig, dass wir die nicht nur in der Findung von guten Leuten quasi das Büro einsetzen, sondern auch in der Bindung, in der Weiterentwicklung. Und da spielt der Lebensraum Büro heute einen entscheidenden, wichtigen Faktor. Und Leute, die sich wohlfühlen, Leute, wo die Räume abgestimmt sind auf das Tun, die arbeiten dort lieber, bringen bessere Ergebnisse. Da gibt es Studien dafür und drum. Das sind dann solche Offices, wie man sich hier vorstellen kann, wo also nicht nur Ergonomie eine Rolle spielt, sondern wirklich Horn der Schöpfung. Markus Schumacher hat hier ein schönes Zitat uns mal gegeben, nämlich hier ein Büro muss eigentlich mehr sein als ein Ort. Es sollte eigentlich nicht nur Zeit gegen Geld getauscht worden, sondern Heimat sein, Kultur, Identität und auch Wohlbefinden quasi unterstreichen. Und Sie sehen, wie so etwas auch aussehen könnte. Was ist noch wichtig? Was sehen wir weltweit in Bewegungen? Wir haben heute in Deutschland noch die Situation oder bei Kunden, wo ich oft reinlaufe, es gibt einen Besprechungsraum, es gibt da einen großen Tisch. Es finden ihre Meetings in altgewohnter Konstellation statt. Alle sitzen rum, einer präsentiert. Morgen oder in unseren Projekten auch favorisieren wir so die Transversalität, dass wir also Flächen, Orte, auch Einrichtungen einfach nicht singular nutzen, sondern unterschiedlichsten Anwendungen quasi auch anpassen können. Also ein Höchstmaß an Flexibilität auch bieten. Die Fläche und die Einrichtung muss mehrfach Nutzen auch irgendwo bieten. Nur somit ist die Fläche auch nachher effizient. Und ob es einfache Räume sind wie hier, wo man sagt, wenn der Chef da ist, dann ist es sein Office vielleicht für Diskretion und alles oder auch für seine Besprechungen. Aber wenn jemand auf Dienstreise wäre, dann ist es einfach ein Meeting Point für alle. Somit schaffe ich natürlich Bereiche, wo ich Arbeitsplätze unterschiedlich nutze. Oder denken Sie an Ihre Kantine. Nicht nur in der Zeit von 12 bis 13:30 irgendwo zu nutzen, sondern wenn Sie die Einrichtung anders wählen, haben Sie eine Arbeitswelt geschaffen, wie sie heute in manchen Coworking-Bereichen oder in Unternehmen auch schon anzutreffen ist, Hotels, Lobbys zum Beispiel, nochmal einen anderen Stil zu bringen. Und damit wird die Kantine schon plötzlich zum Arbeitsraum und schafft neue Möglichkeiten zum Arbeiten.
Wenn Sie hier sehen, wenn Sie flexible Einrichtungen einsetzen, ist also immer die Kamera jetzt auf dem eingestellt oder fix eingestellt bei PwC hier in Zürich, die diese Fläche mit unterschiedlichsten Möglichkeiten immer wieder neu bespielen, so wie sie eben jetzt auch gebraucht wird, ob agil, ob eine Theaterbestuhlung, ob eine konventionelle Konferenz, ob mit oder ohne Technik, ob Diskretion oder weniger Diskretion. Sie nutzen eigentlich immer die gleiche Fläche und nur die Einrichtung ist quasi flexibel gewählt. Was wir noch weltweit feststellen, die Sharing Economy spielt heute mehr denn je eine wichtige Rolle. Und hier vor allen Dingen diese Mietmodelle für Einrichtungen. Da wir nicht wissen, wie ich vorher gefragt wurde, wo steht Building Radar in 5 Jahren? Und so genau kann das kein Unternehmen für sich sagen, welche Bereiche sich mehr oder weniger im Unternehmen auch entwickeln. So spielt heute das Mietkonzept eine wichtige Rolle, nämlich Einrichtungen, die eigentlich in der Bilanz nur einen ganz, ganz kleinen, minimalen, fast nicht dagewesenen Bilanzpunkt beinhaltet, nämlich ein eindeutiger C-Artikel, was Möbel sind, stellen wir fest, dass die Bereiche nicht mehr gekauft werden, sondern gemietet. Und je nachdem, wie sich Bereiche verändern, nehmen Sie das konventionelle Besprechungszimmer, bekommen wir das wieder zurück und das Unternehmen bekommt Möbel für Agilität zum Beispiel. Oder Arbeitsplätze, die heute noch benötigt werden, aber morgen in Form von Desk-Sharing quasi ich nicht mehr so viele Arbeitsbereiche brauche, sondern andere Arbeitsangebote schaffe im Unternehmen, bekommen wir zurück und bringen neue. Das ist heute ein Mietmodell, wie es immer mehr Unternehmen mit uns betreiben und dem Unternehmen selber ein Höchstmaß an Flexibilität auch bietet. 61% der Plätze stehen leer in Unternehmen. Das heißt, diese Nutzung von einem Arbeitsplatz ist extremst in den Hintergrund geraten. Es geht darum, wo sind denn die Menschen unterwegs? In Meetings oder in Konzentration, irgendwo in Rückzugsbereichen, in Projektarbeit, in interdisziplinärer, agiler Arbeit irgendwo unterwegs. Und es gilt, alle Arbeitsbereiche zu definieren und reinzuschauen, was wird dort benötigt und wie entwickelt sich es auch morgen. Nun, an welchen Orten können Sie sich mit Ihren Kollegen austauschen? Oft höre ich, Besprechungsbereiche sind ausgebucht. Nun schaffen Sie eine Vielzahl unterschiedlichster Möglichkeiten im Office und Sie finden die Bereiche. Ob es große Tische sind, ob es hier im Hintergrund solche Kojen sind, ob Einzel- oder Gruppenarbeit, es ermöglicht vieles mehr oder dieses Sofa in der Bibliothek im hinteren Bereich. Jedes Individuum möchte anders arbeiten und kann sich in einer anderen Atmosphäre besser konzentrieren. Drum nicht nur Zellen und Büros mit grau-schwarzen Möbeln irgendwo einrichten, sondern eine vielfältige Arbeitslandschaft quasi zu entwickeln. Das ist die Idee dahinter. Es gibt hier noch ganz, ganz viele Lösungen. Was ich damit sagen will, ist, es gibt nicht die Lösung, die man irgendwo überstülpt über ein Unternehmen und sagt, mach so, sondern alles wird individuell hier auch erarbeitet. Und ein spannendes Zitat hier von Robert Strauß von der Truma GmbH, ein langjähriger Kunde von uns aus Putzbrunn. Das Büro beschränkt sich nicht eben auf Büromöbel und ist damit Sache der Einkaufsabteilungen, sondern es ist Thema der Geschäftsführung. Es ist nämlich ein Werkzeug, ein Change-Werkzeug, welches kulturschaffend eingesetzt werden soll und auch kann. Also es ist Sache der Geschäftsführung, die Einrichtung, der Raum und es geht nicht um Tische und Stühle hier drin. Was kann ich erreichen durch diese Art der Vorgehensweise? Ich schaffe schnellere Prozesse im Unternehmen. Ich schaffe eine bessere Kommunikation und Kollaboration. Ich schaffe ein Wir-Gefühl, eine wertschätzende Unternehmenskultur. Ich kann Identität, ich kann Heimat entwickeln. Flexibilität für heute und auch für morgen schaffen. Ich schaffe eine Mitarbeiterbindung und eine klare, bessere Rekrutierung, wenn ich andere Arbeitswelten auch vorweisen kann. Der Wissenstransfer wird nicht blockiert durch Wände in Büros, sondern ist offen und kann somit frei praktiziert werden, das Miteinander.
Ich schaffe eine bessere und steigende Innovationskraft und ich kann auch Kosten sparen, weil der Einsatz von Möbeln sind nicht mehr wie 0,5% an den gesamten Personalkosten. Ich beeinflusse aber alle Personalkosten über das Office, über das Büro, über den Raum. Und es geht im last but not least auch um Nachhaltigkeit, sprich Einrichtungen einzusetzen, die von der Materialität, Funktionalität, aber auch von der Gestaltung eine gewisse Langlebigkeit auch eindeutig erreichen und somit auch etwas Gutes für die Umwelt tun. Und dieses Ganze reden wir ja doch dann wirklich vom Change-Tool und nicht von Möbeln beschaffen. Was machen wir genau? Wir schauen rein in die Organisation. Da geht es um Strategie, um Arbeitsprozesse und Kommunikationswege. Wir schauen auf die Kultur des Unternehmens, ob die entwickelt werden muss, ob die beibehalten oder auch verändert werden soll. Es geht um die Architektur, dass man mit externen Architekten eng zusammenarbeitet, um hier quasi dann am Schnittpunkt die Beratung anzusetzen und auch mit der Planung anzusetzen. Und nun komme ich auch auf das Thema Building Radar. Wie setzen wir Building Radar denn hier ein? Weil unser Credo ist, wir müssen ganz, ganz früh mit den richtigen Leuten über diese Chancen im Office reden. Das heißt, wie identifizieren wir zu einem frühen Zeitpunkt die Bauvorhaben? Wie realisieren wir eine schnelle Kontaktaufnahme zum Bauherrn? Und wie schaffen wir es, Chancen eines neuen Büros auch richtig zu adressieren? Und erst dann quasi, und es gilt die Verantwortlichen über die Chancen der Arbeitswelten auch zu informieren. Und genau dort ist Building Radar unser Partner. Building Radar spielt quasi in unser CRM, und wir haben Salesforce hier, relevante Projektleads direkt ein. Im Vorfeld wurden speziell quasi Suchbegriffe, da arbeiten wir auch permanent dran, auch Suchbegriffe hinterlegt, welche uns relevante Projekte, also Leads, auch aus dem World Wide Web oder allen Printmedien der Welt quasi finden lassen. Und wie gesagt, diese Leads spielt dann Building Radar direkt ein. Wir bei uns werden im CRM quasi das jedem Vertriebskollegen in den unterschiedlichsten Gebieten quasi direkt eingespielt. Und dieser hat die Aufgabe, in 5 Werktagen diese Leads quasi auch zu bearbeiten. In jedem Status können wir also auch vom CRM aus das Ganze nachverfolgen und auch steuern. Das heißt, CRM setzt die Aufgaben als Wiedervorlage, versendet automatische Infomails und zeigt uns auch an, wenn ein Lead quasi zur Opportunity konvertiert wird. Großer Vorteil ist hier einfach Automatismus, Transparenz und Schnelligkeit. Das ist das große Thema, wo uns Building Radar quasi seit 5 Jahren auch begleitet, dass eben keine solchen Offices entstehen, wo man nur Möbel irgendwo kauft und irgendwo in Räume implementiert, wo Gruppenräume durch Wände hier quasi entstehen und kein Wissenstransfer zulässt oder hier solche Zellen mit Ein-Zwei-Mann-Büros und Bistros so mit Silo-Eimer oder hier links so in der Besenkammer, sondern es geht um Räume, die Menschen und Unternehmen verbinden. Es geht um Teamarbeit zu unterstützen. Es gilt, den Wissenstransfer zu fordern. Es gilt, Kreativität und Identität ins Unternehmen zu bekommen. Und es geht einfach darum, Räume zu schaffen, die Lust machen, die einladen, dort zu arbeiten. Ich habe nur noch 2, 3 Folien für Sie. Einmal Alnatura, ein Partner der Neuzeit letztes Jahr, hier eingerichtet in Darmstadt. Ein tolles Projekt, wo wir mit einem Unternehmer gearbeitet haben, der genau mit uns auch diese Wege ging. Und nicht nur das Gebäude, sondern auch die ganze Einrichtung ein extremes Maß an Nachhaltigkeit auch darstellt. Was wir auch gemeinsam anschauen können, wenn es jemand interessiert, ob Rittersport, die Familie Ritter hier in Waldenbuch, die ihr Vertrauen hier uns geschenkt hat und Räume für deren Offices auch entwickeln ließ. Oder Elektrostar zum Beispiel, der eine Industriehalle einfach nur sanierte und hier quasi ein Office schaffte, wo seinesgleichen auch sucht. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie
Ihr Office vielleicht auch aussehen könnte. Und hier mal ein kleinen Geschmack, wie sowas aussehen kann. Ich bin jetzt hier am Ende von der Präsentation. Vielen Dank dafür. Sie sehen meine Kontaktdaten links unten. Sie sehen hier auf dem Foto den Campus in Weil am Rhein. Alle, die uns besuchen wollen, wir präsentieren hier 4 unterschiedlichste Live-Offices, wo Sie einfach die Stärke des Büros live erleben können, auch das Thema Akustik, Teamarbeit, agiles Arbeiten und vieles mehr live erleben können. Und last but not least, besuchen Sie uns hoffentlich bald, wenn wir wieder reisen dürfen und es ermöglichen können. Wünsche jedem und Building Radar jetzt noch ein erfolgreiches Webinar. Und wenn Sie Fragen haben, bin ich natürlich für Sie da. Vielen Dank. Danke, Ulrich Meyer von Vitra. Uli, ich habe gleich eine Frage von Laura De Petro Elvira bekommen. Und zwar, welche Aspekte können im Zusammenhang mit einer potenziell größeren Bedeutung von Homeoffice eine wichtige Rolle bei der Mitarbeiterinnenbindung spielen? Homeoffice war ja schon vor Corona sicherlich ein Thema. Und ich glaube, dass das Thema Homeoffice weiter an Gewichtung erfahren wird. Allerdings ist nicht so, wie die Branche vor vielen Jahren meinte, da stellt man dann in ein Räumchen irgendwo einen Tisch und einen Stuhl, sondern ich glaube, das Thema Homeoffice fokussiert oder wird sich fokussieren eher auf Bereiche, wo man auf soziale Themen auch Rücksicht nimmt, wo man wenn jemand quasi in Ruhe unheimlich kreativ arbeiten kann, dann mal sich zurückzieht. Wenn es noch andere Arbeiten gibt, nehmen Sie die jungen Generationen, die wieder das Thema Familie auch wieder für sich finden, dass man auch dann wieder als Arbeitgeber Rücksicht nimmt und auch wieder Homeoffice mehr anbieten wird. Das wird, glaube ich, eine weitere Bewegung auch sein. Aber die Wichtigkeit des sozialen Kontaktes, auch des Zusammenkommens, des Austausches, des Miteinanders, gerade mit andersartigen Methoden auch zu arbeiten im Team, das wird, glaube ich, weiterhin das Homeoffice eben nicht erfüllen können, sondern dort ist der physische Ort, der analoge Ort immer noch auch von Bedeutung. Super, vielen Dank. Ich glaube, es sind jetzt erstmal keine weiteren Fragen hinzugekommen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wie sieht denn aktuell der Vertrieb bei Vitra aus? Ich meine, du als Vertriebsleiter kannst uns da bestimmt gute Insights geben. Wie macht ihr das gerade? Wie geht ihr mit den aktuellen Herausforderungen in Zeiten von Corona um? Spannende Frage. Der Vertrieb ist natürlich damit konfrontiert, dass wir auch Unternehmen, unsere Kunden nicht mehr besuchen dürfen aktuell. Und somit sind wir auf hier wie Webinar oder andere Anbieter, wir arbeiten mit Skype oder mit Teams in Bälde, sind wir angewiesen quasi auf digitale Medien auch zurückzugreifen. Nun, wir beschäftigen uns ganz, ganz arg mit unseren Leads von Building Radar, arbeiten die aus, arbeiten viel in Salesforce, arbeiten die Qualität der Produkte, der Projekte quasi auch nach, so dass wir, sobald wieder erste Anzeichen der Besserung auch da sind, sehr, sehr schnell wieder direkt am Kunden sind, direkt bei unseren Vertriebspartnern und Architekten auch sind und dort wieder mit all unserem Wissen auch Unterstützung anzubieten. Ja, sehr schön. Cool. Hervorragend. Paul ist mit dabei. Klar, ja, auch, dass mit dem Foto sehr schmeichelhaft ist, aber leider nicht ganz auf die Wirklichkeit zutrifft. Auch von der Größe unserer Firma natürlich. Aber wir haben eine kleine Pause. Also der nächste Vortrag ist erst um 14.30 Uhr. Das heißt, falls Sie noch Fragen haben, ich sehe, es sind immer noch einige Leute hier mit in der Konferenz, können Sie die sehr gerne jetzt stellen. Ansonsten können wir auch einfach eine kleine Pause machen. Ich sitze hier übrigens an dem einzigen Möbelstück in unserem Büro, was nicht von Vitra ist, was hier bleiben durfte. Du hattest das ja angesprochen, Uli, mit der Vielfältigkeit, was war das genaue Wort dafür, dass sich die auch das Büro an verschiedene Situationen anpassen.
können muss. Und unsere Tischtennisplatte ist weiterhin unser wichtigster Meetingraumtisch, aber eben auch die viel bespielte Tischtennisplatte. Ja, man, vielleicht kann man, also was hat mich noch sehr beeindruckt zu lernen, auch von euch. Bei uns ist ein Leadership Principle, Celebrate Success. Und als ich sah, wie ihr zu Beginn euch immer, wenn Break-Even mal erreicht wurde, wie euch quasi dort das Team, wie ihr damit umgeht, wie ihr das feiert und so ein kleines Fass Bier dann immer öffnet und so, dachte ich, hey, cool, das sind die kleinen Dinge des Lebens, wo ein Team schweißt, wo es Themen gibt zu feiern gemeinsam. Auch eure Regeln im Meeting, dass ihr, der, wo keinen Beitrag leisten kann zu einem bestimmten Thema, einfach auch zu einem Meeting sagen kann, ich steige aus und ich bin mit dem Ergebnis des Meetings, was auch immer rauskommen mag, auch zufrieden. Wie viele Meetings haben wir denn wirklich, wenn wir ehrlich sind, wo wir dabei sitzen und wenig Beitrag leisten und hätten vielleicht im Hinterkopf, haben wir andere Projekte, die eigentlich gerade viel bedeutender und wichtiger wären. Und so gibt es ganz, ganz viel, wo ich von Paul und Leo in der Vergangenheit auch lernen durfte und wahrscheinlich auch morgen noch lerne, weil wir teilen ja quasi auch Bürofläche so miteinander. Und Sie fragen sich vielleicht, wie ist es möglich, dass ein Startup damals auf Vitra-Möbeln sitzt oder komplett einsetzt. Aber das sind solche Modelle, wie vorher angesprochen, die wir flexibel auf den jeweiligen Nutzer auch oder Interessenten auch anpassen. Und ich freue mich, dass das bei Building Raider auch so funktioniert hat und wir quasi gemeinsam als Nachbar agieren. Uli, ja. Es sind inzwischen noch zwei Fragen reingekommen, da würde ich einmal gerne dazwischen grätschen. Und zwar, eine heißt, es wurde über die Integration von Leads im CRM genannt. Welches CRM wurde hier genutzt? Ich ging vielleicht in meinem schnellen Reden unter. Wir nutzen Salesforce hier. Okay. Da kann ich auch vielleicht noch ganz kurz hinzufügen. Generell ist die Integration von unseren Daten in jedes CRM-System möglich. Das ist eigentlich immer nur eine Sache. Man muss halt bestimmte Felder miteinander verknüpfen und dass das, was bei uns als Adresse genannt ist, nicht bei Ihnen dann als Titel landet oder so. Aber von der technischen Infrastruktur haben wir das bisher jetzt wirklich immer hinbekommen und auch sehr schnell, weil das im Gegensatz zu dem, was unsere Entwickler sonst machen, auch eher wirklich eine Fingerübung ist. Aber wenn Sie da genaue Fragen haben oder ins Detail nochmal reingehen wollen, können Sie uns auch gerne separat schreiben. Die Frau Hauer hatte auch ihre Kontaktdaten hier einmal im Chat gelassen. Ansonsten können Sie sich auch jederzeit über unsere Webseite anmelden. Und es gibt noch eine andere Frage vom Herrn Adler. Wie erfolgt die Kontaktaufnahme des Vitra-Vertriebs, wenn ein potenzieller Lead von Building Radar vorliegt? Also wir müssen hier eingespielt, wie gesagt, über direkt von Building Radar. Und unser Vertrieb ist angehalten, innerhalb von 5 Tagen quasi dieses Lead zu bearbeiten. Und jetzt ist es sehr unterschiedlich, wie wir das Lead ansprechen. Weil es kommt eine unterschiedlichste quasi Qualitäten rein. In der Regel ist der Architekt zum Beispiel genannt oder ist der Bauherr, das Unternehmen dann auch genannt. Es wird recherchiert, es werden die Entscheider quasi dort ausfindig gemacht. Und dann gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie wir dann auf diesen Personenkreis dann auch zugehen seitens Vertriebs, als direkt mit einem E-Mail sowas oder kann sein, wir laden ihn zu einer Veranstaltung ein oder ist es eine Telefonie, einfach nur ein Telefonat und dementsprechend wird das Lead sehr schnell bearbeitet, auch irgendwo qualifiziert dann, ob das ein Lead ist, wo sehr eilig ist, sehr eine Prio quasi auch hinterlegt oder weniger Priorität, das rutscht dann eher nach hinten. Wenn es eine hohe Priorität geht, dann schaut man sehr, sehr schnell, dass es als Opportunity konvertiert. Und auch das können wir quasi über Salesforce als Dashboard immer nachvollziehen, wann und ob denn welches Lead quasi in eine Opportunity konvertiert. Vielleicht, wenn ich da auch noch ganz kurz hinzufügen darf, es kommt natürlich immer darauf an, was für Arten von Leads man bekommt. Also wir haben auch viele Firmen, die beispielsweise mit uns nach deren Key-Account-Architekten suchen. Da ist dann die Kontaktaufnahme sowieso viel einfacher, als wir das jemals, da brauchen Sie ja eigentlich nur die qualitative Information
dass jetzt irgendein Planer wieder irgendwo involviert ist, weil sie den dann eh viel besser kennen, als wir den jemals kennen könnten beispielsweise. Und das kommt immer darauf an, aber auch, ich weiß nicht, ob Sie in dem Vortrag heute Vormittag waren von Herrn Schäfer, wo es eben, also manche Leads von uns, die sind auch sperrig und da ist wirklich nicht mehr, als hier wird ein neues Hotel gebaut, dafür eben zu einer sehr frühen Phase. Und da ist dann auch etwas mehr Qualifizierungsaufwand natürlich von dem Team oder von einem Dienstleister oder sowas nötig. Also ich ergänzend dazu bin ich also sehr davon überzeugt, dass die ganze Lead-Generierung, meine, für den Vertrieb ist das der Schatz. Wir brauchen diese Leads. Und wenn Sie das richtige CRM-System haben und das Ganze auch digital quasi angehen, dann spielen Sie die Leads nachher in eine Kampagne ein und diese Kampagne nutzen Sie nachher wieder als Einladungsliste für irgendwelche Veranstaltungen. Somit geht Ihnen eigentlich auch nichts verloren. Sie schaffen eine wiederkehrende Ansprache auch der Leads. Es geht hier nichts verloren. Also von so her spielt, glaube ich, hier die Digitalisierung jetzt auch in Partnerschaft mit Building Radar hier eine ganz, ganz große Rolle. Ja, super. Falls es noch Fragen gibt, können Sie die gerne auch noch einmal hier in den Chat posten. Ansonsten, glaube ich, können wir alle auch 10 Minuten gebrauchen, um uns einen Kaffee zu holen. Das muss man ja im Homeoffice genauso machen und sehen uns dann um 14.30 Uhr in der nächsten Session. Und auch nochmal, weil wir hier noch die Folie sehen. Also ich war jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal bei Vitra in Weil am Rhein. Und falls Sie irgendwie sich für Architektur interessieren, dann kann ich Ihnen das nur extremst ans Herz legen. Also da hinten zum Beispiel im Eck, das ist das allererste Gebäude, was von Zaha Hadid jemals gebaut wurde. Und da ist wirklich jedes einzelne Gebäude dort ein absolutes Highlight. Und man kommt einfach auch jedes Mal aus dem Staunen gar nicht raus. Ich wäre sogar letztes Wochenende dort gewesen, leider mit meiner Frau, weil ich da das schon jedes Mal vorschwärme. Aber da hat leider auch der Virus dazwischen gegrätscht, aber das werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Uli, vielleicht immer noch, wieder vielleicht noch, bitte, ja. Vielleicht noch ein Tipp von dir zum Abschluss. Was würdest du sagen, ist der Nonplusultra-Tipp im Homeoffice, dass wir alle gesund und munter bleiben von Vitra-Seite? Positiv denken und Sport machen. Okay, perfekt. Für den Anschluss, für die nächste Sitzung, nicht vergessen, die bitte zu schließen, dann den neuen Tab wieder zu öffnen und es erwarten uns noch spannende Sitzungen, unter anderem auch unsere Keynote von Goldbeck, mit Herrn Jan-Hendrik Goldbeck und im Abschluss auch noch ein Digital Afterwork mit unseren beiden Gründern. Genau. Danke mich vielmals und wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Adieu. Bis dahin. Ciao.